Hallo, 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 meine Kinder. Herzlich willkommen zu diesem Krankenkanal. Meine Kinder, wie ihr merken könnt, die Intro von diesem London-Trip ist ein bisschen deceased. Ich bin gestern zurück vom London gekommen und it was so amazing. Aber heute, ich bin so krank. Ich habe 4-mal schon Durchfall gehabt. Ich dachte einmal, es wäre ein Furz und ich habe mir in die Unterwäsche geschissen. Das ist mir auch actually noch nie passiert. Mein ganzer Körper tut mir weh. Meine Beine, mein Rücken, mein Nacken. Ich habe jetzt eine Imodium genommen, dann Neocitran gleich, eine trockene Brioche und dann geht die alte pennen. Aber euch wünsche die beste Zeit mit das Vlog London Vlog. I love you. Good morning. Hi. Guten Morgen, meine Kinder. Es ist 7.15 Uhr, 7.20 Uhr am Morgen und ich sitze schon beim Sunny im Salon. Er versteckt sich. Hello. Ich fliege jetzt um 10.30 Uhr nach London. Und dann haben wir gesagt, ich wollte eben nicht so aussehen und deswegen hat Sunny extra früh angefangen, weil er mich so gerne hat. Und guck mal, er hat sogar Apfelkuchen und Tee gemacht, because I am already stressed. Yay! Et voilà! Sieht automatisch wie 50 aus, finde ich, aber ist gorgeous. Nur das Reiche fehlt. Echte Haare. Wir haben die Extensions hier rausgenommen, weil wir ja Ende Monat was ganz Besonderes machen mit den Haaren. So, this is alles mein. Sie haben etwas rein. So, meine Kinder, ich bin jetzt am Flughafen angekommen. Ich muss euch sagen, das Erste, was ich machen möchte, ist scheißen gehen. Because es muss dringend passieren. Aber ich werde jetzt durch die Sicherheitskontrolle gehen und dann werde ich mich erlösen. Ich hoffe, dass die Sicherheitskontrolle nicht zu lange dauert, because ich scheiße mich in die Hose sonst. Ihr Geilen, ich sitze am Gate mit niemand anderem, der Mr. or Mrs. seid. Hey. Hello. Freust du dich auf London? Ja, zum ersten Mal. Period, eine Premiere. Ich weiß nicht, ob London für mich Platz hat. Five minutes later. Es gibt Leute, die einen Snack fressen während dem Flug. Und es gibt Leute, die einfach sich Nägel aufkleben. Meine Kinder, mir war langweilig. Und ich habe dann ein Bild von Side photoshopped. Look at this. Side davor. Und Side danach. What? Sport, wo hast du gesehen, Schatz? Noch, ja. Wie fühlst du dich? Gott. Fabelhaft, Schatz. Wow. I really enjoy. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, wieso wir hier in London sind. NYX Cosmetics did something very good und hat uns in London eingeladen für eine Halloween-Party. Was ist das Thema? Monster, das heißt, wir gehen ungeschminkt. Den Look, das ich mache, ich gehe als Velma von Scooby-Doo. It's not Monster, but it's Monster Hunterin. Und ich dachte wirklich, wir sind 5 Leute aus der Schweiz eingeladen. Saad hat mich gerade aufmerksam gemacht, dass die Party wahrscheinlich von weltweit Content Creators geben wird. So, ich gehe als Hase. Let's not forget, Schatz. Velma, okay, habe ich als Hase. We did not overeat. Wow, ich dachte wirklich, wir sind zu 5 in dieser Party. Ah, it's gonna be something. Die Häuser sind schon alle voll süß. Ich denke, London ist sogar teurer als Zürich. Schatz, sicher nicht. Doch. Schatz, 70 Euro Ober schmeckt. Oh Gott, wir haben dein Haus gefunden, mein Schatz. Oh, I did not. Oh mein Gott, das sieht luxuriös aus. Schatz, guck. Das ist Burger King, mein Schatz. Oh mein Gott, meine Kinder, ich bin gerade im Hotelzimmer angekommen. And it looks amazing! Bitch. Wenn man reinkommt, gorgeous, den Boden, it's giving high class, honey. Und guck mal, wie schön das Zimmer ist. Das ist genau mein Stil, honey. Ein bisschen so alt und das Bad. Guckt mal, auch die Dusche, einfach in Gold. Es sieht echt wunderschön aus. Und guckt mal hier. Oh mein Gott. Obsessed. Amazing. Die Geilen von NYX einfach.
Und eine Tasche mit Geschenke. Wer liebt Geschenke nicht? Oh mein Gott, danke! 2000 Jahre später. Nur mir kann das passieren. Ich bin mit meiner fucking Mutter am Telefon. Ich will im Bad gehen, weil ich wollte meine Kontaktlinsen reintun. Ich stoße mir den kleinen Finger so fest und den kleinen Zeh so fest am Bett. Und ich habe mir den fucking Nagel in die Hälfte fucking gebrochen. Es läuft Blut einfach fucking überall. Ich versuche die Reception anzurufen, niemand antwortet. Weil dieses fucking Telefon ist angeschlossen, aber ist nicht angeschlossen. Der Nagel ist komplett gebrochen, actually. Ich kann mich ficken gehen. Ich versuche Zeit anzurufen, Zeit antwortet auch gar nicht. Ich versuche jetzt nicht einen Nervenzusammenbruch zu haben, aber ich bin sehr kurz davor. Ein paar Sekunden später. Okay, meine Kinder, ich habe jetzt ein paar Pflaster bekommen, Desinfektionsmittel und es ist wieder alles gut nach ein paar Minuten. Meine Kinder, und wie aus der Zeit. I am ready, Annie. Mein Gesicht sieht gorgeous aus. Das ist kein Filter, ho. I look beautiful. Ich sollte mir jeden Tag einen Fuß brechen. Oh. Wow. Oh my God. Oh. Her toe is broken. Aber trotzdem hat sie High Heels an. Was denkt ihr? Kann ich mich so blicken lassen? Is it alright? Are you alright, babes? Und wisst ihr, was das Beste ist? Wir gehen nicht aus diesem Hotel. Das Ganze befindet in Hotelstadt. Das bedeutet, sobald ich müde bin, ich komme wieder hoch und ich gehe pennen. Gorgeous! Meine Kinder, ich bin gerade in Zeitzimmer gekommen. Gekommen? Oh mein Gott. What? Und look at her. She's gorgeous. She's a model. She looks like Linda Evangelista. Isn't she skinny? Und du siehst trotzdem wie ein Model aus. Aber wirklich, diese Beleuchtung da drin, I hate. We have to go. Und guck mal, ich habe ein Buch gefunden. Für all diejenigen von euch, die Probleme mit Wut haben. Overcoming Anger and Irrationality. Ihr Self-Help. Ich wünsche euch nur das Beste, ja? Ja, ja, ja. Die Kinder, wir sind gerade hier an diesem kleinen Nix. Oh. With everybody is here. Zweiter Tag. Guten Morgen, meine Kinder. Es ist der nächste Tag. Es ist gerade 8.30 Uhr. Und wir sind kurzem aufgestanden. Meine Haare looks actually fucking amazing. Heute um 11 Uhr werden wir mit Nix auf den Double-Decker-Bus, so diese roten bestellt. Aber Halloween Edition. Und wir werden auf diesem Bus so ein, zwei Stunden sein. Dann haben wir den Nachmittag so frei. Und am Abend ist dann die Party. Ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig, Velma zu sein. Und ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Ich muss jetzt actually meine Kutschi waschen gehen. Bis gleich. Wir gehen gleich frühstücken. So, ich gehe jetzt Seite abholen. Stockwerk Number 2. Doors closing. Doors closing. Doors closing. Doors opening. Doors opening. Ach, eben. Sag ich doch. Ich muss euch sagen, mein Fuß in geschlossene Schuhe, it's actually fucking killing me. Good morning, babes. Morning. Come out. Klick, 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 klick. Komplett vergessen, das Frühstück zu filmen. Oh mein fucking Gott. Ich hatte einen wunderschönen Avocado-Toast. Lachs an der Seite. Seid hat sich ein Bagel bestellt. Was sind das für Kartoffeln? Wie heißen die? Hash Brownies. Hash Brownies. Hash, hash, hash. Hash Brownies, ja. Wir befinden uns gerade im Bus. Hallo, Q. Hi. Wie fühlst du dich? Ah, sie schminkt sich immer noch. Und die von Nix, die haben uns eben diesen privaten so Halloween-Bus gemietet. Es wäre cute. Ich habe komplett vergessen, den Outside zu filmen, aber das werde ich gleich noch machen. Und jetzt machen wir so eine Touri-Runde. Very cute. Und können wir bitte reden 30 Minuten? Angemessen. Der Bus ist jetzt losgefahren und of course hat es angefangen zu regnen. Actually, dort habe ich meine Birkins gekauft. Genau dort. Matching! Genau, genau. Ich von der Bauer, Stuhl.
Vertiefungsarbeit. Was labert der Typ? Die Rede mir zu viel. Also meine Kinder, wir gehen jetzt, oder besser gesagt, wir sind beim London Eye. The London Eye Look. Wir sind aus dem Bus geflüchtet und wir gehen jetzt essen. Wir laufen so ein paar hundert Meter und wir sind gespannt, ob mein Fuß abfallen wird. 5 minutes later. Oh mein Gott, guckt mal. It's Mittagessen time. Guck mal, es ist noch mehr gekommen. Gekommen? Die sehen wie Muscheln aus. Das ist auch wie eine Muschel aus. Du bist eine Muschel. Ich habe eine Muschel. Also, zum Dessert der Zeit, Passionsfrucht bestellt. Q und Lea haben Karamell-Mochi bestellt. Und ich und Greta haben Schokolade mit Vanille geholt. Mein Gott, guck mal, meine Kinder, wir sind in einem super Drugstore. Egal, einfach der Nix. Gorgeous. Ich hole mir, brauche einen roten Lippenstift. Ah, oh, die haben meine Favorites. Come on. Meine Kinder. Is that a thing that I give to put in bitches on? Is that my fault? The all of your bitches come. Meine Kinder, look at this. Look at this mess. Ich bin einfach Velma von Scooby fucking Doo. Scooby Scooby Doo, what the fuck are you? Are you fucking stupid? Ich denke, I think. Bitch, Twitch. What do we fucking think? It's so fun. Ich sehe so dumm aus. Ich mache Catwalk für euch. Come on, Scooby Doo. Where the fuck are you, ho? Did somebody say just eat din dun? Din 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 dun. 5 minutes later. Look at this gorgeous bunny. Who ate Bugs Bunny, ho? Du bist eigentlich der Wolf. Als Hase angezogen. Wolf, weil ich dich jetzt aufpassen werde? Ja. Das ist, was du mit meinem Bibel sagst. Schatz, sogar als Velma Versace, das ist einfach nur. Schatz. Der Gegend. Honestly, you all look amazing. You there's some seriously amazing makeups going on tonight. You little bunny rabbit. Hopper, I think you've got to go do something backstage. Oh mein Gott, ich mit meinem demolierten Fuß. Ist das Blut? Ich hoffe nicht. Girl. Ich habe genug. Kinder, wie ihr sehen könnt, die Alte ist ungeschminkt. Ich werde euch morgen, wenn ich ausgeschlafen bin, erzählen, wie den heutigen Tag war, because it was fabulous. But Mama kann nicht mit leeren Magen pennen gehen. So I did something very good. Oh mein Gott, sorry, aber es musste sein. Es musste sein, ich habe voll zugenommen, but I don't give a shit. Guten Morgen, meine Kinder. Es ist jetzt 7.30 Uhr. Ich bin eigentlich seit 10 Minuten wach. Wir gehen frühstücken. And then, ich erzähle euch alles, was passiert ist. Frühstück ist dann. Ich habe jetzt alles schön eingepackt. Ich habe einen kleinen Koffer mitgenommen. Ich bin so traurig, weil ich ja eine Goodie-Bag von NYX gestern Abend auch bekommen habe. Und sonst gibt es ein, zwei Produkte. Und ich kann die nicht mal mitnehmen, weil ich nur den kleinen Koffer habe. Und man kann im Flugzeug nur bis zu 1 Liter, aber maximal 100 Milliliter. Aber in diesem kleinen Säckli müssen die Platz haben. Und mein kleiner Säckli ist already exploding. Und deswegen, ich muss diese Produkte einfach da lassen. Ich habe auch mit Lea geredet, aber sie hat auch nur einen kleinen Koffer und sie kann die Produkte auch nicht mitnehmen. Ich finde das voll schade, weil we love NYX. Und wir gehen jetzt zum Flughafen. Wisst ihr was, ich vlogge noch ein bisschen, so dass das Video ein bisschen spannend ist. Oh mein Gott, ich habe die gar nicht gesehen, Schatz. Ist das Schloss oder was? Warte, guck jetzt den Turm. Schatz, love you.
Huge big Ben and Jerry. It's not too cold, but it's wet. Wie schön einfach. Also meine Kinder, seid ihr mich genau 20 Minuten unten bei der Reception warten lassen? When I walk in, sit up straight. I don't give a fuck if I was late. Wir haben Check-in gemacht. Wir sitzen nebeneinander. Mit dem Gang dazwischen, aber ist trotzdem nebeneinander. Und fühlst du dich, mein Schatz? Wie fandest du die Erfahrung? I wanna be here, actually. Es war echt schön. Ich so direkt Englisch. I wanna be here, schön. Okay. Seid ihr jetzt international geworden? Yeah, nicht mehr Deutsch. Schatz, ich kenne euch nicht mehr. Die Delusion. Ist wirklich sitting very high, wirklich. Wir sind jetzt am Flughafen angekommen und wir sind eine Bar. It's voll cute actually. Man sieht leider das Messer oben gar nicht. Sie haben voll die schönen Zeilen. Ist sehr süß gemacht. Und ich bin actually am überlegen, ob ich mir Scrambled Eggs on a Toast hole. Ich meine, ich habe schon gefrühstückt, aber ich bin gelangweilt. Ah nein, ich bin schon fett genug actually. Darf ich euch was sagen? Ich habe ja eine Fendace Bluse und Leggings mitgenommen. Ich habe versucht, diese Bluse anzuziehen. Ich passe nicht mehr rein. Meine Arme sind so zugewachsen, sagen wir so, oder zu, nicht zugewachsen, dicker geworden, dass ich einfach nicht mehr in die Bluse reinpasste, weil meine Arme fett geworden sind. Girl, what the hell. Okay, zweite Frühstück des Tages. Ich habe mir diese Avocado-Dings bestellt und seit hat sich diese geile Pommes bestellt. Du bist Pommes, Schatz. Du bist Pommes, du bist fett, du bist Salz, Schatz. Tut mir leid, ich bin vielleicht Salz. Meine Kinder, guck mal, ich habe für meine Mutter hier am Flughafen von Harrods. Oh no, das ist so. No. Ich habe einen Schlüsselanhänger für meine Mutter gekauft. Voll schön. Sie wird sich bestimmt sehr freuen. Und wenn nicht, soll sie ficken gehen. I love her the most. Was hast du geholt für deine Mama? Ich habe für meine Mama Tee geholt. Show me. Voll schön. Okay. Schatz, 15 Euro. Oh mein Gott, den Tee ist wie du. Oh. Los. Wo? Los. Period. Gott. Und wie du teuer, Schatz. 5 minutes later. Never again, babe. My God. Die Landung war very smooth. Haben sie nicht geklatscht. What the fuck, babe? Ich sag's euch, mit der Zeit unterwegs zu sein, es ist wie mit einem dreijährigen Kind unterwegs zu sein, der Aufmerksamkeit braucht. Such dir einen neuen Begleitung? Ein Joke, Schatz. Wir müssen jetzt unseren Koffer oder unser kleines Handgepäck vom Band trotzdem holen, weil wir müssen das abgeben. So. Oh mein Gott. Aber komm, wir haben das fast geschafft. Wo ist mein Dreckskoffer? Oh, ich sehe auch meins. Oh. Weg aus diesem Müllhalde. Und da bin ich immer noch, meine Kinder, zu Hause angekommen, krank. Das gibt's. Aber die Reise mit Nix, es war so wunderschön. Es war so eine tolle Erfahrung. Dafür bin ich Nix so dankbar. Und of course, ich habe es geliebt, dass Zeit mit mir das erlebt hat und wir einfach zusammen verrückt sein konnten. Wenn euch das Video gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Und kommentiere, wie fandest du das? I love you.